Hallo Leute, heute kommt ein ernsteres Video und einfach so ein bisschen meine Meinung einfach. Und ich werde euch halt heute von meiner Krankheit erzählen. Und halt auch irgendwie, warum ich so bin, wie ich nun mal bin. Also, jetzt mal kurz, würde ich sagen, fangen wir mit meiner Krankheit an. Das wird ein langes Video, also falls ihr das nicht gucken wollt, dann schaltet einfach weg. Also, es ist so, dass ich bin 2013 erkrankt an einer Krankheit namens Purpura Schönlein-Henno. Das Ding ist, bei mir wurde es halt mit Arthritis und Nephritis noch und mein Darm wurde auch befallen. Also, aber ich werde euch das jetzt noch erklären. Also angefangen hat so, dass ich in der ersten Woche Sommerferien extreme Bauchschmerzen hatte. Also es hat sich angefühlt wie eine Magen-Darm-Grippe einfach. Aber es war viel schlimmer halt. Und ich lag eine Woche lang nur rum. Ich konnte nichts machen. Also wirklich, ich lag halt nur rum. Und ich habe auch eine Schlafstörung da entwickelt. Und mir ging es halt einfach total scheiße. So, und dann war es so, wir waren mittwochs in der Kinderklinik. Ich muss die Kamera ein bisschen. Also wir waren mittwochs in der Kinderklinik. Und dann haben sie gesagt, ja, Magen-Darm, Grippe, wieder gehen. Und dann ist es aber so schlimm gewesen, dass wir freitags nochmal reingefahren sind, weil sich nämlich in diesen 2 Tagen wie so rote Flecken an meinen Beinen entwickelt haben. Und also Beine, Arme, Po und Rücken haben sich halt so Punkte entwickelt. Und das waren, also das klingt jetzt eklig und es war halt auch so, es waren rote Flecken quasi hier überall und die waren wie so, die hatten wie so einen rosa Kreis und dann in der Mitte einen kleinen Punkt und sowas an den Armen und an den Beinen waren es wie so Blasen, Bluteiderblasen und die sind dann halt alle auch geplatzt und es war wirklich nicht schön. Und dann war es halt so, dass wir freitags eben nochmal in die Klinik gefahren sind und da haben sie mich dann da behalten, weil es halt echt nicht gut um mich aussah. Und ja, da war es dann auch so, dass ich bin dann auf Station gekommen und dann habe ich 2 Wochen, um ehrlich zu sein, nichts mitgekriegt. Ich habe 2 Wochen lang geschlafen und sonst gar nichts gemacht. Und in der Zeit war halt die Frage, also die haben sich alle mega Sorgen um mich gemacht und es war halt die Frage, was für eine Krankheit habe ich. Das stand halt einfach im Raum, weil man wusste es halt noch nicht. Und dann wurde halt so spekuliert und so. Und dann gegen Ende haben sie Tests gemacht und dann stand es zwischen 2 Krankheiten. Einmal zwischen der Purpura und zwischen noch einer anderen. Und dann wurde halt rausgefunden, dass es die Purpura ist, aber eine atypische. Was bedeutet, die Norm ist bei Purpura, dass es wie so, wie wenn Äderchen unter der Haut platzen und dann halt wie so Flecken auf der Haut sind. Und bei mir war es halt atypisch und viel schlimmer. So, und dann haben sie herausgefunden, dass meine Nieren sehr stark dadurch belastet sind. Und, ich muss ganz kurz pausen, Mann, ich mach gleich weiter. Sorry, jetzt geht's weiter. Wo war ich? Ah ja, genau, dann wurde das halt diagnostiziert und dann haben sie halt herausgefunden, dass ich was mit Nieren habe. Und in den 2 Wochen habe ich halt nichts gegessen und nichts getrunken. Und dementsprechend ging es mir halt scheiße. Und dann wurde ich an Tropf halt gelegt und war halt 2 Wochen komplett quasi am Tropf. Und wurde halt dadurch ernährt und habe halt dadurch getrunken und alles. Oh, bitte Kamera, bleib doch jetzt einfach mal stehen. Ja, also so war es dann halt. Und dann, in der Zeit habe ich halt wirklich extrem abgenommen. Und dann haben sie das mit den Nieren rausgefunden. Und mein Darm war halt auch belastet, deshalb hatte ich halt das Bauchweh und so. Und bei den Nieren hieß es dann, okay, Biopsie machen, weil halt vermutet wurde, dass das, was ich an der Haut habe, genau so an den Nieren quasi ist. Also, dass die Nieren auch so aussehen. Und das hat sich dann halt auch herausgestellt bei einer OP. Haben sie mir ein Stückchen Niere entfernt und haben das halt untersucht in Basel. Und ich war halt in Karlsruhe in der Kinderklinik. So, und dann war es so, haben sie das rausgefunden, ja, sieht nicht gut aus. Und nach der OP ist dann auch der Klinikleiter zu mir gekommen und hat gesagt, hey, es sieht echt beschissen aus. Und die hatten halt alle total Angst um mich. Und dann ging es weiter, dass es halt nur noch den Weg gab, Cortisontherapie.
Also wenn ihr nicht wisst, was, also wenn ich die Cortisontherapie nicht gemacht hätte, wäre ich zum Dialysepatient geworden. Und nach Dialyse kommt quasi eine Spende. Also dann hätte ich eine Organspende gebraucht. Dialyse heißt, dass die man muss, ich meine, jede Woche oder alle 2 Wochen oder so ins Krankenhaus, dann wird quasi die Niere durchgepumpt. Und das ist halt auch nicht so toll. Und danach wäre halt, dass ich warten hätte müssen auf so einer mega langen Spenderliste, auf eine Ersatzniere, und die hätte ich dann bekommen. Und das wäre halt auch nicht toll gewesen. So. Ich überlege gerade, wo ich bin. Ja, also dann habe ich das, dann musste ich die Cortisontherapie machen. Cortison ist ein Medikament, das sehr, sehr stark ist. Es ist sehr aggressiv und es ist halt absolut nicht gut für den Körper. Es schadet dem Körper, aber es heilt auch. Das ist so ein Zwiespalt quasi. Es ist gut, aber es ist auch böse. Ja, das ist so ein bisschen das Prinzip von Schmidts Katze. Man weiß nicht, ob, ist die Katze tot, ist sie nicht tot. Man findet es erst raus, wenn man die Kiste öffnet. Und dann ging es halt weiter. Dann habe ich die halt gemacht. Ich wusste ja nicht, was das ist. Und eine der Nebenwirkungen ist halt, es greift die Knochen an und es lässt einen aufquellen. Also vielleicht kennt ihr das Michelin-Männchen und so ungefähr sah ich dann wirklich aus. Also morgens das Erste, was ich gesehen habe, waren meine Backen, weil die wirklich quasi so hoch waren. Also das ist halt so als Vergleich. Und Cortison geht erst sehr langsam wieder aus dem Körper raus. Dann hatte ich so ungefähr 3 oder 4 Wochen diese Therapie. Dann bin ich auch mit der Therapie in die Schule gegangen, also weil das war gerade der Schulwechsel bei mir, dass ich in die 5. Klasse gekommen bin. Und da haben die das halt auch nicht so richtig verstanden, weil Kinder können das auch noch nicht verstehen in der 5. Klasse. Das ist einfach so. Und ich bin halt schon sehr weit für mein Alter, dadurch, dass ich das alles hab miterleben müssen einfach. Dann habe ich das halt gemacht und dann so ungefähr nach 3 oder 4 Tagen in der Schule muss ich wieder ins Krankenhaus, weil ich extreme Knieschmerzen bekommen habe. Also ich erzähle euch das in der Kurzversion. Es ist noch viel umfangsreicher. Und ja, ich kann euch auch mal. Nee, das sage ich am Ende. Also dann bin ich ins Krankenhaus mit extremen Knieschmerzen. Und dann wurde diagnostiziert, ja, okay. Also mein rechtes Bein ist komplett kaputt. Wegen dem Cortison. Das hat quasi die Knochen so porös gemacht, dass sie halt, wenn ich einmal draufstehe, auseinanderbrechen würden. Also dann hätte ich einen Splitterbruch und wer das schon mal hatte, weiß, dass es sehr, sehr unangenehm ist. Und dann hieß es Rollstuhl. Halbes Jahr Rollstuhl. Und die Kinder in meiner Klasse haben das halt einfach nicht verstanden, dass, also das ist auch klar und ich mache denen auch keine Vorwürfe, aber es ist komisch, wenn vor ein paar Wochen ein Mädchen laufend in die Schule gekommen ist. Und dann kommt zum Rollstuhl. Das ist einfach so. Und das kann ich einen Teil verstehen, einen Teil kann ich auch nicht verstehen. Einen Teil muss ich auch nicht verstehen. Und dann hat halt da für mich eine sehr unschöne Zeit begonnen. Und dann wurde ich halt öfters mal gemobbt und so. Und meine Güte, das war jetzt noch nicht so schlimm. Dann hieß es, ja, nach einem halben Jahr halt, ich darf aus dem Rollstuhl raus und mit Krücken laufen. Dann habe ich das gemacht. Und dann gegen Ende durfte ich endlich wieder normal laufen. Und Cortison geht nur sehr, sehr langsam aus dem Körper, wie gesagt, und deshalb bin ich immer noch dick. Und ich weiß das auch selber und es muss mir niemand in die Kommentare schreiben, du Fettsack oder sowas. Ich weiß selber, wie ich bin. Ich kann mich ja selber im Spiegel angucken und ich bin auch nicht so zufrieden mit mir. Mein Gott, ich hätte gern weniger vom Bauch oder sowas oder auch ein schmaleres Gesicht. Aber es ist voll okay. Ich bin froh, dass ich lebe. Und das ist halt einfach, es ist für mich traurig, wenn ich sowas in den Kommentaren lesen muss. Das ist halt wirklich für mich traurig, weil, hey, ihr kennt mich fast gar nicht und ich kenne euch nicht und dann sollte das doch auch so bleiben. Wenn ihr mich nicht mögt, dann könnt ihr mich halt eh abonnieren, aber ich bin so, wie ich bin und hey, ich stehe dazu. Ich kann nichts dafür, wie ich bin. Und davor war ich dünn und davor sah ich gut aus oder was auch immer. Ich kann euch mal ein Foto gleich noch zeigen, wo ich meine, also mit 10 bin ich halt zum Patient geworden. Und seitdem bin ich alle mindestens jeden Monat im Krankenhaus und hab dies und hab das und seitdem geht's halt einfach bergab irgendwo mit den Krankheiten und so.
Und also ich könnte irgendwie Krankenhaustester werden. Ich war in Italien im Krankenhaus, in Deutschland in mehreren Krankenhäusern. Und es ist wirklich nicht schön. Und dazu, das wollte ich halt einfach als Statement jetzt mal sagen. Ja. Also ich kann euch mal noch ganz kurz eine Narbe an meinem Fuß zeigen, weil mir wurde dann auch ein Stückchen Haut entfernt, so ebenso eine Blase. Und da habe ich jetzt auch eine Narbe davon. Ich hole euch mal ganz